Hey Abenteurer, wir gehen heute die Teufelstour in Olsbrücken. Ist gesponsert vom 1. FC. Teuflische Anstiege und himmlische Aussichten. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Ich habe die Drohne dabei, ob ich hier fliegen darf. Wir haben ungefähr, der Vincent ist dabei hier. Servus. Wir haben ungefähr 17 Kilo auf dem Rücken. Ich frage mich, wo die herkommen, weil ich echt nicht viel eingepackt habe. Aber naja, weil wir sind heute Abend noch auf dem Trekkingplatz. Falkenbach nennt er sich, glaube ich. Das wird aber ein separates Video. Und wenn ihr wissen wollt, die Teufelstour hier ist, bei gefühlten 48 Grad, dann bleibt dran. Und die ersten Höhenmeter sind da. Wir haben knapp 500 Höhenmeter auf die 15 Kilometer. Das ist schon ein bisschen warm, das tut ein bisschen weh. Gerade bei Temperatur. Aber ja. Boah. Kalt gestartet. Direkt den Berg hier hoch. Ey. Teuflische Anstiege. Hält bis jetzt auf den ersten 500 Metern sein Versprechen. Das war easy. Super easy, also. Oh, leckt mich am Arsch. Kühlt schon. Geil. Kilometer 1, die Erlösung. Oh, geil. Ich liebe sowas, ne? Fanta, ne? Fanta. Ich muss mal nachstellen. 3 Euro. Ja, mal. Eine saucoole Idee. Hier kann man sogar noch sein Handy laden. Das ist eine GoPro, wenn man das braucht. Ne? Echt cool gemacht. Gib dir einen Daumen hoch. So, das ist auf der Wanderung immer saugeil. Auf jeden Fall. Vor allem bei dem Wetter und nach 2 Kilometern. Haben wir schon 2? Wer sind denn? Ich glaube nicht. Da läuft einfach eine Ziege. Mäh. Mäh. Hier sind wir jetzt an einer Klamm, die trocken ist. Bei den Temperaturen, klar. Im Frühjahr, Herbst bestimmt schön. Da oben ist ein Felsmassiv. Ich glaube hier, da ist so eine kleine Höhle. Aber keinen Bock, mit dem schweren Rucksack da hoch zu laufen, zu gucken. Das ist die nächste Höhle. Aber eher so ein Spalt nur. Da könnte ich mich nicht durchquetschen. Aber hier im Eingang nur Kopf reingehalten, war sau kühl. War richtig geil. Hier hinter mir befindet sich der Teufelsstein. Der war früher ein Steinbruch gewesen, und zwar ein römischer. Man dachte zeitweise auch, dass das eine keltische Opferstelle sein soll. Der Verdacht hat sich aber nicht bestätigt. Aber hier soll der Teufel auch gehaust haben, deswegen nennt er sich auch Teufelsstein. Und hier hat mal ein Priester hat mir hier ein Gedicht verfasst. Hier haben wir Gandalf, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass Gandalf ist, und sein Gefährte, der Bär, wer kennt es nicht? Gandalf und der weiße und der braune Bär. Ne? Kennt man. Kennt ihr das nicht? Nee. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh und der Christopher Robin. Der Christopher Robin. Bisschen in die Jahre gekommen. Ja, ja, Teufelsstein. Der Teufel passt ja eigentlich zu hier der Tour, ne? Im ersten FC Kaiserslautern. Ist ja so ein bisschen so, also die haben ja als Maskottchen bzw. als Logo haben die ja den roten Deibel, roten Teufel. Gehen wir mal auf den Teufelsstein hier rauf, zum Winnie der Pooh. Pooh Bär, Winnie der Pooh Bär. Ey Winnie, guck mal, hier sind Schweine. Das sind doch Kühe. So. Mensch, die lassen sich streicheln von der Hand. Hey, hallo. Ich habe nichts gemacht. Tut mir leid, ich gehe nochmal. Wie unzivilisiert.
Und da sind sie wieder. Unsere liebten Höhenmeter. Ich dachte Treppen. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Bei der Hitze, ey. So, wir kommen jetzt hier an einem Steinbruch vorbei, der immer noch in Betrieb zu sein scheint. Das sieht man hier an dem Steinbrech, an dem Bagger, keine Ahnung. Schon groß, ne? Hier liegen auch welche, die haben sie wahrscheinlich gerade frisch geschnitten oder gebrochen. Keine Ahnung, wie man das in dem Metier hier nennt. Hier geht unser Weg weiter. Ich nehme mal noch kurz hier gucken. Ah, dass hier Räder sind, ne? Immer wieder krass. Fast so groß wie ich, oder fast genauso groß wie ich, ja. Ein hiddener Übernachtungsspot. So sieht der Steinbruch hier aus. So ein Highlight, ne? So ein kleines. Gut, aber gehen wir weiter. Aus der Hitze raus. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen oben da. Ein Abo ist natürlich für euch auch kostenlos, freut mich besonders. Und jetzt geht's mit der Drohne hoch. Und jetzt kommt Drohnenaufnahmen. Habe ich eine spektakuläre vorgestellt, die Anmod, aber okay. Also, abonnieren nicht vergessen, falls ihr nicht gemacht habt. Ich habe gesehen, 90% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Holt das mal bitte nach. Und dann jetzt viel Spaß mit den Drohnenaufnahmen. Das letzte Mal die Drohne benutzt in Irland, ist jetzt 1,5 Monate her, ne? Und die geht einfach nicht. Die App öffnet sich nicht und man kann die Drohne ohne App nicht starten. Das habe ich im Internet gegoogelt, weil sie haben irgendein neues Update gebrochen und dann muss man die App nochmal neu runterladen und habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich es nicht wusste, weil ich auch keine E-Mail bekommen habe. Wegen sowas bin ich doch im Newsletter drin. Ich habe keine E-Mail wegen sowas bekommen. Jetzt stehe ich hier bei der richtig geilen Aussicht, die ich hier habe. Man kann einfach meine Drohne nicht fliegen. Jetzt hätte ich natürlich noch die Option, dass ich die Datei nochmal neu runterlade. Ich habe hier relativ gutes Netz, das würde gehen. Die Datei hat aber gute 400 MB. Und da wir ein dritte Weltland leben wie Deutschland, kostet ja der Gigabyte super viel Kohle. Ich habe aktuell 18 Gigabyte und die reichen dann natürlich nicht aus. Ich hätte jetzt noch bis zum Ende des Monats 3 Gigabyte über, weil ich ein bisschen gespart habe nach dem Urlaub. Aber naja, es ist ja nicht, man wird ja eine Datenflat geben für Mobiltelefone, für Tarife, aber da latzt sie direkt 70 Euro hin. Ey. Der bezahlt einen 70 Euro für einen Mobilfunkvertrag. Ey. Und dann wohnst du in Frankreich, direkt über die Grenze, da bezahlst du für unbegrenzt 30 Euro. Wir kommen nachher an der Gaststätte vorbei, ich hoffe, die haben da WLAN, dann kann ich da noch was ziehen. So, wir haben jetzt den Wald verlassen, wir finden uns jetzt auf einer Straße, auf einem Zufahrtsweg, hinter mir kommt ein Auto. Aussicht ist immer noch saugeil von hier. Auf der anderen Seite auch, nur ist nur ein Friedhof. Und wir sind jetzt ein paar 100 Meter weg von dem Hof, wo wir hoffen, da sehe ich schon, dass wir da entweder jetzt was ordentliches essen, dass wir uns heute Abend theoretisch nur noch ein Süppchen und ein bisschen Reis oder sowas machen müssen. Oder so Kuchen. Kuchen wäre auch geil. Kaffeekuchen. Irgendwas tun wir da trinken auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch knapp genau 5 Kilometer. Ja, die rutschen auf einer Arschbacke weg. Jetzt erstmal zu dem Hof. So, das Weizen war sehr lecker. Leider hatte die Gaststätte geschlossen. Montag, Dienstag ist dazu. Wäre es ein anderer Tag gewesen, hätten wir auch Probleme gehabt. Weil die erst ab 5 Uhr abends auf hat. Naja, so kommen wir ein bisschen früher an den Zeltplatz. Ja, da hauen wir uns heute Abend halt den Bauch voll. Ne? Wir machen jetzt noch 5 Kilometer. Und dann sind wir an dem Endpunkt dieser Tour, an dem offiziellen Endpunkt dieser Tour. Aber dann geht es noch 2 Kilometer weiter ungefähr.
wieder an den Startbahnhof, weil die Tour, die endet irgendwann am anderen Bahnhof. Also was sie sich da gedacht haben, keine Ahnung. Mal gucken, ob mal die 2 Kilometer gehen. Also uns gönnen und einfach mal mit einem 9-Euro-Ticket weiterfahren. Ja, mal gucken. Doch, immer von unten. Nein, dann denken die immer darauf, was zu essen. Weil die da hinten sehen. Oh, geiles Gras. Und hier vielleicht. Oh, hier ist geiles Gras. Pass mal auf. Wir haben hier Premium-Gras. Oh ja. Wir nehmen Premium-Gras. Jo. Guten. War nicht gut, ne? Tut mir leid. Hier vorne ist das Ziel unserer Wanderung. Teufelstour. Jetzt haben wir das Problem, dass die Tour nicht endet, wo sie anfängt. Warum plant man sowas? Wirklich. Wir sind in Sulzbachtal, müssen jetzt wieder zurück nach Olsbrücken. Das ist schon ein Stückchen, ne? Guck mal hier. Das sind 2 Kilometer. Ja, 2,5 Kilometer dürften das doch sein. Gar keinen Bock. Wir gehen jetzt erstmal gucken, wann hier der Zug fährt, weil der erste haben wir gerade verpasst, der ist gerade an uns vorbei. Ja, gucken, wie lange wir warten müssen. Vielleicht müssen wir doch gehen. Wir gehen mal gucken. So, wir haben Uhrzeit 17 Uhr. Und fährt um 17.03 Uhr. Ne, falsche Richtung. 26. Oh, das sind 20 Minuten. Ich glaube, wir warten mal. Von Gleis 2. Gleis 2 ist hier. Ja, gut, die 20 Minuten, die warten mal. So, das war die Teufelstour. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir geben dem Weg gemittelte 7 Punkte. Was nicht so schön war, war die letzte Strecke an der Bahn lang. Und so das richtige Highlight hat eigentlich gefehlt. Was sehr schön war, war natürlich der Getränkeautomat. Der kriegt immer einen Sonderbonusplatz. Und die Anstiege waren sehr fordernd, aber auch sehr geil, aber das weiß man auch im Vorhinein, wenn man die Tour plant. Wenn euch das Video gefallen hat, erzählt es euren Freunden, wenn nicht euren Feinden. Jetzt, wir sind jetzt im Auto, jetzt geht es direkt weiter, einkaufen und dann geht es auf den Trekkingplatz. Wenn ihr das Video sehen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da, da bekommt ihr die Benachrichtigung, dass das Video raus ist. Und dann schaut noch beim Winnie vorbei, genau, gibt ihm auch einen Daumen hoch, der hat auch ein Video gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.